Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu unserer Veranstaltung Was gesagt werden soll, Günter Grass als Dichter. Anlass ist, dass jetzt auch Gedichte von Günter Grass auf Lyriklein zu hören sind. Das ist das große Lyrikportal. Mit Grass sind jetzt 1480 Dichter und Dichterinnen mit ihren Stimmen zu hören, in 88 Sprachen und natürlich auch in den Übersetzungen. Wir danken dem Steidl Verlag, dem Audioverlag Berlin, der Günter und Ute Grass Stiftung, die die Texte und Audioaufnahmen zur Verfügung gestellt haben. Und auf dem Podium sind ausgewiesene Grass-Experten. Katja Lange-Müller hat 2019 Gedichte von Günter Grass herausgegeben, Liebesgedichte, unter dem Titel Du, ja du. Sie ist auch dadurch qualifiziert, dass sie den Günter Grass-Preis 2017 bekommen hat. Daneben viele andere Preise, besonders gern denke ich an den Döblin-Preis 1995 zurück für verfrühte Tierliebe. Nora Bossong, ihr letzter Roman Schutzzone 2019 wurde sehr ausführlich und intensiv besprochen. Sie hat auch dafür Preise gekriegt, den Thomas-Mann-Preis, den Josef-Breitbach-Preis. Sie ist wie Grass auch Lyrikerin, hat auch den Peter-Huchel-Preis für Lyrik bekommen. Und auch hier können wir Verbindungen zu Günter Grass herstellen, die vielleicht auch deutlich werden. Und nicht zuletzt Dieter Stolz, Lektor, Literaturwissenschaftler, der an der TU Berlin mit einer Arbeit über Günter Grass promoviert wurde. Er ist auch in Fachkreisen bekannt geworden, dass er als verdeckter Ermittler für Günter Grass unterwegs war, für den Roman Ein weites Feld, unter anderem im Fontane-Archiv. Und er ist Mitherausgeber der aktuellen Grass-Werkausgabe. Wie ist das, Katja Lange-Müller? Sie sind ja in der DDR aufgewachsen. Ihre erste Verbindung zu Grass, Ihre Faszination für Günter Grass, wie kam die zustande? Grass zu lesen war in der DDR kein Problem. Jeder kannte die Blechtrommel, jeder kannte das Treffen in Telgte. Die Bücher wurden ja verlegt. Ich meine, Sie persönlich, also so. Wie Ihre persönliche Beziehung zu Grass? Eine persönliche Beziehung zu Günter Grass hatte ich da natürlich noch nicht. Die hatte ich dann erst nach meiner Reise 1984, mein Gott, die Zeit vergeht. Da bin ich ihm aber dann recht bald begegnet und ich war mit ihm und einigen anderen Kollegen auch in Moskau. Das muss schon kurz vor der Wende gewesen sein und später noch einmal. Und die Literatur, hat sie das in irgendeiner Weise besonders subjektiv angesprochen, die Texte, die sie von Günter Grass zuerst gelesen haben? Ja, ich habe natürlich fast alle Romane gelesen. Dann als eine Gruppe gegründet wurde, die irgendwie anders genannt wurde, aber wir nannten sie die Marzipan-Schweinebande. Da habe ich dann auch ihn aus seinen Erzählungen vorlesen hören beim Häuten der Zwiebel. Die Erzählungen kenne ich weniger als die Romane, aber die Gedichte habe ich natürlich auch gelesen, sowohl im Osten als auch im Westen. Dazu musste die Mauer nicht umständlich überwunden werden. Günter Grass war ein durchaus populärer Autor, auch in der DDR. Nora Bossong, wie war es bei Ihnen? Wie entstand eine Beziehung zur Literatur von Grass? Es war auf jeden Fall meine allererste Literaturlesung, die ich je erlebt habe. Ich war, glaube ich, 14. Es war im Theater am Goetheplatz in Bremen. Ich glaube, da passen so 800 Leute rein. Ich saß mit zwei Schulfreundinnen irgendwo ganz weit hinten, wo ich noch eine Karte bekommen hatte. Und so stellte sich dann für mich das Bild von Literaturlesungen vor. Mittlerweile weiß ich, dass es auch mit weniger Zuschauern geht. Und stellte mich dann danach noch in die Signierschlange an. Ich hatte aber noch kein eigenes Buch von ihm und ließ mir dann die Eintrittskarte signieren. Ich weiß auch heute, dass das immer nicht die beliebtesten Signaturen sind, wenn das die sind, die sich da anstellen. Aber mein jugendliches Alter hat es, glaube ich, entschuldigt. Und ich versprach auch, dass ich dann später mir ganz viele Bücher von ihm kaufen würde. Nach und nach habe ich das dann auch getan. Und genau, und dann natürlich Blechtrommel war vielleicht das erste, was ich gelesen habe. Oder Katz und Maus, da bin ich mir nicht mehr so sicher.
Das war auf jeden Fall auch Schullektüre. Und da ich die Schule gewechselt habe, war es dann auch zweimal Schullektüre bei mir. Und hat das was ausgelöst oder hat es als Schullektüre dann doch eher genervt? Nee, Schullektüre, die Schule hat mir eigentlich nur Kafka-madig gemacht, erstaunlicherweise, weil das hatte ich wirklich nicht zweimal, sondern ich glaube 6-mal. Und da sind ja die Interpretationsmuster besonders enervierend, weil es immer so rein autobiografisch geht. Bei Grass durfte man noch ein bisschen auch auf die Sprache gucken und sich so ein bisschen die Figuren ansehen. Also da konnte die Schule mir nichts. Dieter Stolz, Sie haben sich ja wissenschaftlich mit Grass beschäftigt. Das ist im Grunde Ihr Lebensautor. Wie kam es dazu? Am Anfang stand die Begeisterung für die Blechtrommel, aber erst zu Studienzeiten. Und aus dieser Begeisterung sind viele Forschungsseminare entstanden, dann eine Examensarbeit, dann eine Doktorarbeit. Das heißt, also, es war wirklich am Anfang eine reine Textbeschäftigung, also eine rein literaturwissenschaftliche. Und das von dir schon angesprochene zweite Stadium, diese Recherchen für den Autor, das kam bewusst erst im Nachhinein. Also, dass ich da überhaupt engagiert wurde, war ja nicht abzusehen. Grass hatte diese Doktorarbeit gelesen und war ausnahmsweise mal ganz angetan von der Geilheit der Germanisten nach Sekundärem. Also die Scheiß-Germanisten, die er im Butt wörtlich so nennt, die sind eigentlich nicht seine Lieblingsklientel gewesen. Aber mit der Arbeit konnte er offenbar was anfangen. Er hat mich eingeladen nach Behlendorf in seine Werkstatt und mich dann für dieses Projekt, an dem er schon länger gearbeitet hat, ein weites Feld quasi engagiert. Denn es brauchte Recherchen für bestimmte Aspekte, die er nicht alleine machen konnte, weil er dann gleich das Thema an die große Glocke gehangen hätte, also Fontane, Treuhandanstalt. Da bin ich dann eingesprungen und daraus haben sich dann noch andere Rollen, in denen ich das Glück hatte, ihn kennenlernen zu dürfen, angeschlossen haben. Es waren dann später viele Reisen und viele gemeinsame Begegnungen, Leitung von Übersetzertreffen, vor allem am Ende aber das Lektorat dann in den letzten Jahren. Und es ist Ihnen nicht zu viel geworden, sich mit Grass zu beschäftigen? Nee, ich kann eher dazu raten, es immer wieder zu versuchen, denn es gibt ständig Neues zu entdecken. Also was manchmal nervt, sind die Institutionen um Grass herum, besonders seitdem er nicht mehr da ist. Aber ich würde schon sagen, dass die Beschäftigung mit dem Werk sich durchaus lohnt, und zwar immer wieder. Für mich hat es sich jedenfalls gelohnt. Wir beziehen uns heute auf die Gedichte. Das ist etwas, was durch den Ruhm von Günter Grass mit der Danziger Trilogie, der Nobelpreis ist natürlich vor allem auch für die Danziger Trilogie vergeben worden. Es ist ein bisschen verdeckt, dass er als Lyriker angefangen hat. Und wir hören jetzt Grass im O-Ton mit einem ersten Gedicht. Bohnen und Birnen. Bevor die grünen Dotter welken, die Hennen brüten einen frühen Herbst, jetzt gleich. Bevor die Scherenschleifer den Mond mit hartem Daumen prüfen, der Sommer hängt noch an drei Fäden, den Frost verschließt ein Medaillon, noch eh der Schmuck verwandt dem Regen wandert, noch eh die Hälse nackt vom Nebel halb begriffen, bevor die Feuerwehr die Astern löscht und Spinnen in die Gläser fallen, um so der Zugluft zu entgehen, vorher, bevor wir uns verkleiden, in ärmliche Romane wickeln, lasst uns noch grüne Bohnen brechen, mit gelben Birnen, einer Nelke, mit Hammelfleisch, lasst uns die grünen Bohnen, mit schwarzer Nelke und mit gelben Birnen. So wollen wir die grünen Bohnen essen, mit Hammelfleisch, mit Nelke und mit Birnen. Ja, das ist ein typischer Grass, so wie man ihn sich vorstellt. Das Hammelfleisch spielt eine große Rolle. Da tritt er uns in seiner ganzen Art, wie er auch dann bekannt geworden ist, entgegen. Katja Lange-Müller, das ist doch der typische Grass. Wie würden Sie das beschreiben? Ja, ich habe das oft gedacht und habe auch überlegt, als ich diese Liebesgedichte zusammenstellte. Eigentlich dachte ich, dass die Oden an diverse Gerichte eine mir besonders liebe, weil einem bei der zumindest die Haare zu Berge stehen. Da geht es um die Schweinskopfsülze. Das sind eigentlich, ich habe das Gefühl, bei Grass sind fast alle Gedichte, Liebesgedichte irgendwie. Ganz besonders natürlich jene, die bestimmte Gerichte feiern, die allemal das Wort handfest verdienen. Ein Wort, was man, glaube ich, auf Grass in vielen
in vielen Aspekten anwenden kann. Es ist interessant und für mich irgendwie wirklich auch erstaunlich, weil diese Art von Künstlern wird es so oft nicht mehr geben, wo das quasi alles amalgamiert ist, wo ganz, ganz viele Metaphern, sehr handfeste Metaphern, in den Gedichten auftauchen, in der Prosa, immer analog auch zu längerer Prosa, an der er schrieb, entstanden dann thematisch nahe Gedichte, ebenso im grafischen und im grafischen Werk und im bildnerischen Werk überhaupt, auch in den Plastiken, findet man ganz bestimmte Submetaphern, gegenständliche Submetaphern, immer wieder die Feder, ja, den Pilz, den Fisch, das Treibholz, solche Sachen. Und eben auch sehr viele Dinge, die den Gaumen, die Zunge, die ja auch zur Sprache gehört und zur Wahrnehmung überhaupt, zu allem, was sinnlich ist, im weitesten und im engeren Sinne, das ist immer miteinander verbunden. Irgendwie löst sich das bildnerische Werk nicht vom Poetischen und das wiederum nicht vom Prosaischen. Das ist interessant und das entdeckt man natürlich nur, da muss ich dem Dieter Stolz schon absolut recht geben, wenn man alles in den Blick nimmt, also möglichst vieles und möglichst vielfältiges, also die Prosa und die Gedichte und wenn man die Gelegenheit dazu hat, natürlich auch das bildnerische Werk, erst dann kann man Grass in seiner Gesamtheit und Einmaligkeit wirklich erfassen. Ja, auch in diesem Gedicht, da fällt natürlich das Hammelfleisch, das Gericht, das Kochen als erstes auf. Aber in dem Gedicht steckt ja noch mehr. Das ist aus einer frühesten Phase und da spielt Natur eine Rolle. Und wie da mit Natur und Wirklichkeit umgegangen wird. Nora Basson, können Sie diese lyrische Technik ein bisschen beschreiben, was über das deftige Sinnliche, das auf den ersten Blick dann auffällt, was darüber noch hinausgeht. Ich finde das Handfeste, das würde ich aber auf jeden Fall trotzdem unterstreichen, denn das ist etwas, was Grass sehr ausmacht und was, ich würde fast sagen, ein bisschen verloren gegangen ist. Da hat er nicht so viele Nachfolger in der Lyrik zumindest. Das vermisse ich manchmal auch, dass diese Lyrik sich tatsächlich nicht nur einem kleinen Kreis an literaturaffinen, geübten Leserinnen und Lesern öffnet, sondern wirklich sich leicht übertragen lässt und leicht vermitteln lässt an Menschen. Und die Arbeit, die er in diesem Gedicht zum Beispiel macht, erinnert mich zum Beispiel auch an Peter Huchel. Und es gibt ein ganz bestimmtes Wort, was die beiden verbindet. Das ist jetzt gar nicht so wahnsinnig aufregend, aber für mich, 82 geboren, ist es das Wort Scherenschleifer, was für mich eine Berufsbezeichnung ist, die ich nicht mehr live miterlebt habe. Und worauf Sie eigentlich hinaus wollten, das ist er geht handfest an die Dinge ran, beschreibt sie, aber verschiebt sie doch ein bisschen. Die grünen Dotter welken. Diese Vorstellung, also die verschiebt das klassische Bild davon ins Märchenhafte ein bisschen. Es ist aber jetzt auch nicht eine, er hebt es nicht so sehr ab, wie wir es von Celan mit der schwarzen Milch der Frühe kennen, sondern es bleibt sehr verhaftet in einer handfesten Umgebung, in einer sehr greifbaren Welt. Und Es hat am Ende, würde ich sagen, fast so etwas Beschwörendes, diese stetige Anrufung des Gedichtes, des Gedichtes und des Gerichtes. Das Abbrechen auch mit gelben Birnen einer Nelke, mit Hammelfleisch, lass uns die grünen Bohnen, mit Schwarz, also dieses immer wieder neu Anhebende, wodurch natürlich diese im Prinzip fast einfachen Dinge
eine Adelung bekommen, die Ihnen eigentlich vielleicht etwas häufiger auch wieder zuteil werden dürfte. Ja, wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, das ist ja wirklich so ein rhythmisiertes Fest der Sinne. Da wird ja wirklich etwas gefeiert und zwar in Gegenbewegung zu etwas anderem, nämlich dem drohenden Ende, was ohnehin klar ist. Das heißt also, was hier umschrieben wird, ist ja ein sehr barockes Lebensgefühl. Ne? Also einerseits dieses Carpe Diem, pflücke den Tag, genieße nochmal, bevor alles ohnehin den Bach runtergeht, also Memento Mori. Und dieses barocke Lebensgefühl ist schon sehr einschlägig in Grasswerken nachzuweisen. Ja. Kann ich auch noch mal ergänzen, dass sehr, sehr viele Gedichte und nicht erst aus den letzten 10 Jahren immer so ein so Abschiedsmomente haben auch. Man verabschiedet eine Jahreszeit, einen Menschen, auch einen kulinarischen Genuss, denn wenn es gegessen ist, ist es gegessen. Und man kann, wenn man es auf eine bestimmte Weise liest, denn die Zäsuren sind bei Grass nun wirklich alles andere als Zufall, dann merkt man natürlich auch, der Rhythmus ist wichtig, viel wichtiger als die Melodie. Das ist schon eher Beat als Gesang, ja. Grass hat sich ja mit seinem Debüt, das ist aus seinem ersten Band, Die Vorzüge der Windhühner 1956, da hat er sich schon stark unterschieden von dem, was um ihn herum in der Bundesrepublik an Lyrik geschrieben und veröffentlicht wurde. Und er hat da auch, und das war damals fast provokativ, für das Gelegenheitsgedicht plädiert. Dieter Stolz, können Sie die Anfänge dieser Grasschen Ästhetik beschreiben? Das Gelegenheitsgedicht als Provokation. Ja, komplexes Thema. Es gibt drei kleine poetologische Essays in ganz früher Phase bei Grass, also 57 bis 60. Da ist zum einen der Inhalt als Widerstand geschrieben worden. Der Titel ist schon Programm. Das heißt also, Grass hat sich immer Widerstände gesucht, Inhalte, die der reinen Fantasiearbeit sozusagen die Bleigewichte verordnen. Da ist etwas im Raum immer, an dem er sich reiben muss, das Gegenständliche. Und er muss sich im Gegensatz zu den Spracharbeitern, den Labordichtern, die er in einem anderen Essay, das eben, dieser Essay heißt, das Gelegenheitsgedicht, von denen er sich abgrenzt, denn diese Spracharbeit im Sinne von, sagen wir, Max Benze oder so, das ist nicht das, was ihn reizen würde. Er braucht eine konkrete Gelegenheit, muss von der Muse geküsst werden und dann entsteht etwas, was aber nicht in Zettelkästen oder so gesammelt werden kann, sondern aus dem Moment heraus gelebt wird. Also diese Art von Gelegenheitsgedicht hat er im Gegensatz zu den Labordichtern sozusagen groß gemacht. Und wenn wir schon dabei sind, auch das, was Noah ansprach in Bezug auf die Naturlyriker, ist natürlich das zweite Antibild sozusagen, dass man eben nicht so wie Lehmann wieder idyllische Naturlyrik feiert, so, sondern schon versucht, durch eine Umwortung der Worte da an andere Schichten dieser beschädigten Sprache heranzukommen. Dass man eben nicht einfach wieder so tun kann, als wenn die Idylle lebt, sondern die Idylle ist ein für alle Mal zerstört. Und das muss man diesen Gedichten anmerken. Und das merkt man den Gedichten bei aller Feier des Sinnlichen an. Und ja, in diesem Spannungsfeld bewegt sich das Gelegenheitsgedicht bei Grass. Und das hat er, wie gesagt, explizit in zwei Essays zum Thema gemacht. Er beschreibt das mit einer graueren Sprache, in Celans Sinne, die irgendwie jetzt gefeiert werden muss in diesen Gelegenheitsgedichten. Da muss also sozusagen der Grauschleier des Zweifels alles in Frage stellen, um gleich auch die große Keule rauszuholen. Schreiben nach Auschwitz hat er das später genannt. Das heißt also, man kann nicht so tun, als wenn dieser Maßstab, dieser Zivilisationsbruch nicht da ist. Jedes Gedicht muss sich diesem Maßstab gefallen lassen. Und die Gelegenheitsgedichte scheinen ihm in der Lage zu sein, das zu tun, wenn sie denn so funktionieren wie das, was er da zu Papier gebracht hat. Nur aber sagen, wenn ich Sie als explizite Gegenwartslyrikerin fragen darf, das war ja eine Diskussion in den 50er Jahren, wo es wirklich Spannungen gab, also das Gelegenheitsgedicht gegen die sogenannte hohe Poesie. Grass hat sich auch öfter mit Celan darüber gestritten, also was eigentlich zeitgenössische Lyrik ist. Und Grass hat sich sehr gegen diese Naturpoesie, diesen hohen Ton gewandt. Ist dieser Gegensatz so Gelegenheitsgedicht, aus dem Alltag dann etwas Schillerndes herausholen versus den hohen, damals quasi religiösen Ton. Ist so ein Gegensatz heute für Sie noch virulent oder ist es längst überwunden? Ich finde, er ist mehr denn je da, vielleicht nicht mehr denn je, aber er ist stark da. Ich würde ihn sogar noch in drei Gruppen aufteilen. Zum einen
sozusagen die, den hohen Ton, das, oder das Laborgedicht, was jetzt ein bisschen despektierlich klingt, aber die, das wirklich in die feinsten Kanäle der Sprache immer und immer wieder tiefer einsteigende Gedicht, das lange ausgearbeitet wird und das am Ende auch einen Abstraktionsgrad oft hat, der, das ist jetzt mal leise Kritik, sehr viele vom Genuss der Lyrik aussperrt. Das ist dann wirklich nur noch etwas für Lyrikexpertinnen und Experten oder für Germanistikexpertinnen und Experten. Dann gibt es, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch eine nennenswerte Gruppe ist, aber ich erinnere mich, dass wir mal vor ungefähr 10 Jahren für die Zeit politische Gedichte schreiben durften, sollten. Wir waren angefragt, 14 Lyrikerinnen und Lyriker, glaube ich. Es wurde relativ gut bezahlt, weswegen dann auch die meisten zusagten. Und natürlich hat so ein politisches Gedicht, was auf eine Tagespolitik abzielt, ist es ein Gelegenheitsgedicht, das ist klar. Es hat eine geringere Halbwertszeit und ich glaube, das war einigen der Teilnehmenden nicht fein genug. Es war so ein bisschen zu vergänglich. Vielleicht kann man sich damit dann auch eher noch mal in die Nesseln setzen. Jedenfalls schien mir das nicht besonders mit offenen Armen aufgenommen zu werden, diese Art des Gedichtschreibens, die ich dann eben bei Grass doch wiederfinde, auf die eine oder andere Art. Also natürlich war er ein Schriftsteller, den auch die Tagespolitik sehr interessiert hat und in die er auch hineingewirkt hat. Und das Dritte ist etwas, was es zu Grass-Zeiten noch nicht gab. Das ist natürlich diese Instagram-Lyrik, die auch nicht mal mehr Tageslyrik ist oder Gelegenheitslyrik, sondern die ist ja eher so Minutenlyrik. Ich habe für Aufbau habe ich eine britische Lyrikerin übersetzt, Isla Daly Ward, die jetzt, wie ich gestern sah, bei H&M auf Pullover gedruckt wird. Also eine Form der Gedichte, die sich Grass vielleicht auch noch nicht so ganz... Ja, Haikus, kurze Gedichte. Instagram. Nee, sind einfach dann so Zeilen. Das ist dann auch offensichtlich bei dieser Instagram-Lyrik ein bisschen kontextbefreit. Da kann man dann einfach mal so eine Zeile rausnehmen, die dann auf so ein Sweatshirt passt und ist auch tendenziell eher eingängig, wenn man so eine Zeile, die Zeile, die dann rausgegriffen wurde. Also da gibt's so eine ganz neue Form der wirklich sehr schnellen, sehr zugänglichen, sehr vergänglichen Lyrik und kann man mögen, muss man nicht. Ich bedauere nur manchmal, dass diese drei Stränge sich so ein bisschen feindselig gegenüberstehen, so zumindest mein Eindruck. Das könnte man bei Grass ja sagen in den 50er Jahren, dass er da diese Gegensätze eigentlich in sich vereint hat, also mit seiner Form des Gelegenheitsgedichts. Ich wollte noch ganz kurz ergänzen. Ich auch noch was sagen müssen. vielleicht ganz, ja, auch ganz kurz. Mich verbindet mit Grass ja, oder wir haben eine andere Gemeinsamkeit, zwei andere Gemeinsamkeiten. Ich schreibe keine Gedichte, aber ich zeichne. Und ich bin Linkshänderin. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Auch wenn man so einen Satz sagt wie, da wird etwas in Frage gestellt. Die Dinge selbst stellen sich quasi in die Frage. Und du spürst ihren Widerstand, wenn du versuchst, sie zu zeichnen. Und er hat ja nicht abstrakt gezeichnet, sondern gegenständlich. Dann spürst du den Widerstand der Dinge. Und Widerstand erregt per se Widerspruch. Und deswegen sind gerade in den Gedichten, da kann er das viel besser als in der Prosa, wo die Dinge ja anders miteinander amalgamiert werden müssen, sozusagen sie in diese Widersprüche stellen. Es gibt kein einziges Gedicht, wo die Gegenstände der poetischen Bearbeitung, ich bleib mal bei diesem handfesten Begriff, keinen Widerstand leisten würden. Und statt den Widerstand niederzuringen, macht er ihn eigentlich zum Thema des Gedichts. Das ist schon ziemlich super. Und ich bin sicher, dass das was mit dem Zeichnen zu tun hat. Ja, er selber würde das auch sofort unterstreichen und sagen, das, was ich da gemacht habe, zum Beispiel in den Vorzügen der Windhühner, hier mal das Cover, das sind zeichnend geprüfte Sprachgebilde. Das heißt also wirklich, diese Metaphern, die werden an der Zeichnung überprüft und erst dann sozusagen aufgenommen.
Das ist das eine, was ich nur dazu noch ergänzen wollte. Das andere zu Nora. Neben diesen Gelegenheitsgedichten hat Grass dann ja, es gibt Entwicklung in seiner Lyrik, auch noch eine weitere Kategorie aufgemacht. Das war die sogenannte Gebrauchslyrik. Ja. Das fällt dann unter das, was du so politische Lyrik genannt hast. Denn auch Grass hat ja Gedichte geschrieben, die sich nicht so sehr am Gegenstand gerieben haben, sondern manchmal dann einfach auch nur in die Politik hineinwirken wollten. Es gibt Gedichte, eins, das heißt Gesamtdeutscher März, aus der dritten Sammlung ausgefragt. Das endet mit den schönen Worten, im Herbst beginnt das Stimmenzählen. Ich rate euch, SPD zu wählen. Also das sind schon sehr klare Handlungsanweisungen in einer ansonsten bei ihm so nicht vorzufindenden Lyrik. Und diese Art von Gebrauchslyrik, die gehört auch dazu. Die macht vielleicht 2% seines ganzen Oeuvres aus, aber die gibt es eben auch und da steht er auch zu. Würde auch auf dem H&M-Pullover passen. Ja. Ja, also da, das ist gerade heute ein weites Feld. Aber man sieht, was aus dieser Gelegenheitspoesie in den 50er Jahren dann sich noch entwickelt hat. Wir haben ja heute noch ein paar Gedichte, die auch verschiedene Phasen im Werk von Grass dann dokumentieren. Wir haben angefangen mit dem Hammelfleisch, mit der Sinnlichkeit der Gelegenheitsgedichte der 50er Jahre ganz am Anfang. Und wir springen jetzt kunterbunt durch das Grassche Werk. Jeder der Podiumsteilnehmer hat ein Gedicht ausgewählt, das er selber vorlesen möchte. Und Katja Lange-Müller macht den Anfang mit ihrem Gedicht, das sie vorstellen möchte. Ja, eigentlich wurden mir ja zwei genehmigt, weil sie so kurz sind. Wir sind sehr frei in diesen Fragen. Einfach zum Thema Widerspruch beginne ich mit Ja. Widersprüchlicher geht's eigentlich gar nicht. Ja, neue Standpunkte fassen Beschlüsse und bestehen auf Vorfahrt. Regelwidrig geparkt, winzig, vom Frost übersprungen, nistet die Anmut. Ihr ist es Mühsal, Beruf, die Symmetrie zu zerlächeln. Alles Schöne ist schief. Uns verbinden, tröste dich, ansteckende Krankheiten. Ruhig atmen so und die Furcht einschläfern. Jeder Colt sagt entweder oder. Zwischen Anna und Anna entscheide ich mich für Anna. Übermorgen ist schon gewesen. Heute war weder noch. Was auf mich zukommt, eingleisig, liegt weiter zurück als Austerlitz. Zu spät, ich vergesse Zahlen, bevor sie stramm stehen. Grau ist die Messe, denn zwischen Schwarz und Weiß, immer verängstigt, grämen sich Zwischentöne. Mein großes Ja bildet Sätze mit kleinem Nein. Dieses Haus hat zwei Ausgänge. Ich benutze den dritten. Im Negativ einer Witwe, in meinem Ja, liegt mein Nein begraben. Ja, eine. Können Sie gleich was dazu sagen, warum Sie das ausgewählt haben? Das ist ja eine spezifische Grassform von Dialektik, wie er mit Ja, ja und Nein es, hier umgeht. Es ist keine spezifische Grassform von Dialektik, es ist dialektisch. Also das Dialektik ist nicht spezifisch grassförmig, sondern Dialektik also, ist fixiert auf den Einheit und den Kampf, die Einheit und den Kampf der Widersprüche, der Gegensätze. Und das weiß jemand wie Grass natürlich ganz genau. Im Grunde ohne Synthese, ne? Muss man auch sagen. Ja. Also Grass macht da schon auch aufgrund dieses Gegensatzes etwas Eigenes. Und das wollte ich das von ist, Ihnen erfragen, stimmt, was dieses Eigene stimmt, ist. Was Eigenes ist es. Das ist richtig. Also das ist aber die Art, wie er sozusagen zwischen den Widersprüchen vermittelt in dem Falle. Also er stellt sich zwischen die Widersprüche, nicht auf die Seite des einen noch auf die Seite des anderen und kommt so nicht davon oder nur davon. Ja, das kommt davon, man kommt davon. Also
genauer kann ich es nicht erklären. Ein anderes Gedicht, was mich irgendwie unglaublich gerührt hat, weil es uns etwas in Erinnerung bringt, was nur ich und wenige andere, die sozusagen diese Zeit noch aus persönlichem Erleben kennen, in seiner Dramatik und Drastik wahrnehmen können. Das ist ein Gedicht, da geht es quasi um die ungewollte Schwangerschaft und was die mit Paaren anstellt. Das ist so präzise und gleichzeitig wirklich ergreifend. Also das gibt es auch. Es gibt Gedichte bei Grass, die gehen einem wirklich nahe. Dieses Gedicht heißt Wortwechsel. Wortwechsel. Im ersten Monat wussten wir nicht genau und nur der Eileiter hatte begriffen. Im zweiten Monat stritten wir ab, was wir gewollt, gesagt, nicht gesagt hatten. Im dritten Monat veränderte sich der fassbare Leib, aber die Wörter wiederholten sich nur. Als mit dem vierten Monat das neue Jahr begann, begann nur das Jahr neu. Die Wörter blieben verbraucht. Erschöpft, aber noch immer im Recht, schrieben wir den fünften, den sechsten Monat ab. Es bewegt sich, sagten wir, unbewegt. Als wir im siebten Monat geräumige Kleider kauften, blieben wir eng und stritten uns um den dritten, versäumten Monat. Erst als ein Sprung über den Graben zum Sturz wurde, spring nicht, nein, wart doch, nein, spring nicht, sorgten wir uns, stammeln und flüstern. Im achten Monat waren wir traurig, weil die Wörter im zweiten und vierten gesagt sich noch immer auszahlten. Als wir im neunten Monat besiegt waren und das Kind unbekümmert geboren wurde, hatten wir keine Wörter mehr. Glückwünsche kamen durchs Telefon. Das finde ich ein unglaubliches Gedicht, wirklich. Weil es also selbst dieses Moment, wo der Schwangerschaftsabbruch noch möglich gewesen wäre, genau benennt. Ja, also es ist. Und man kann dann darüber spekulieren, was von der Liebe da noch übrig blieb, wahrscheinlich nichts. Was heißt nichts? Nichts außer dem Leben, aber wenigstens das. Ne? Also ich finde, das ist eins meiner Lieblingsgedichte, weil es so eine seltsame Perspektive aufgreift, ein Wir-Gedicht. Und weil es von so beklemmender Präzision ist und gleichzeitig eben auf etwas verweist, was wir gar nicht mehr kennen. Also es ist gut, dass... Kurz dazu, weil ich zitiere ja ungern Reich-Ranicki, aber hier passt das vielleicht mal. Also auf der Rückseite der gesammelten Gedichte heißt es, müßig wäre es, die Gattungen bei Grass innerhalb seines Werkes gegeneinander auszuspielen. Gleichwohl wage ich die Behauptung oder zumindest die Vermutung, dass Grass genauso wie die größten deutschen Dichter von Goethe über Heine bis Brecht seinen persönlichsten, seinen intimsten und innigsten Ausdruck in der Lyrik findet. Das wäre ein Beispiel dafür. Schwierige Sache. Also Lyrik und Reich-Ranicki, aber darüber wollen wir jetzt nicht sprechen. Das sehe ich auch so. Das passt also, gerade mal. Nora Bosson, bei diesem Gedicht ist etwas auffällig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist im Umfeld des großen Romans Der Butt, das ist in einer Sammlung erschienen, Ach Butt, dein Märchen geht böse aus, was nach dem großen Roman. Gab es dann auch Lyrik, die mit dem thematischen Zusammenhang dieses Romans dann zu tun hat. Ist es für Sie auch eine Praxis so zwischen Lyrik und Prosa, dass man da auch thematisch hin und her gehen kann, also was Katja Lunge-Müller beschrieben hat, diese Probleme der Frauen in unfreien Zeiten, das ist das Thema des Romans Der Butt und auch dieses Gedichts, dieses Springen von Prosa und Lyrik, wie sehen Sie das? Bei Grass oder bei allgemein?
Bei Grass und dann bei Ihnen. Bei Grass kann ich es ja jetzt, es ist ja gerade demonstriert worden. Und ich meine, bei Grass sieht man ja grundsätzlich, wie die nicht nur Gedichte und Romane ineinander übergreifen, sondern es ist ja wie eine riesige Textlandschaft, wo sich das eine Thema und das eine Buch aus dem anderen herausentwickelt und wieder vorkommt in etwas, was später verfasst wird. Also da kann man grundsätzlich nicht sagen, hier hört der eine Text auf und das Thema hört hiermit auf mit der letzten Seite, sondern es trägt sich ja natürlich weiter fort. Und nicht nur das ganze große Überthema, was Grass umgetrieben hat, sondern die Figuren und sowieso auch die Sprache, die in, wenn man die Blechtrommel liest oder als bekanntestes Buch. Natürlich ist diese Sprache eine, man könnte da eine Seite rausreißen, umbrechen in Zeilenform. Man würde zumindest wahrscheinlich 90% der Menschen überzeugen können, dass es ein Gedicht ist. Und umgekehrt könnte man die Gedichte hier in einen Grasschen Fließtext verwandeln. Also dieser Schwellentänzer zwischen Prosa und Lyrik, der für beide Formen auch Gewinn nutzen kann. Das macht ihn, glaube ich, sehr stark aus. Und bei mir persönlich ist es so, dass immer wieder Figuren aus meinen Romanen in Gedichten auftauchen und umgekehrt. Und ganz sicher beide Formen voneinander profitieren. Ich behaupte, es ist profitieren vielleicht so ganz klare Prosa-Leser, die nur einen Plot wollen und nicht noch mit Spracharbeit belästigt werden wollen, würden es vielleicht nicht als Vorteil sehen. Grundsätzlich würde ich bei mir zumindest eher noch den Unterschied machen, dass ich Stoffe habe, die sich definitiv nur in der Prosaform dann für mich umsetzen lassen oder nur in der Lyrikform. Also dass ich manchmal Stoffe habe oder Themen oder Motive, Bilder, bei denen ich in die eine Richtung zu arbeiten versuche. Und es ist ein Widerstand, der aber leider kein produktiver wird, sondern einfach ein Sackgassenwiderstand. Und der sich dann aber umsetzen lässt, wenn ich das Genre wechsle. Dieter Stolz, ein letztes Wort zu diesem Thema. Das gibt's bei Grass ja öfters, dass er aus so einem Prosa-Stoff dann auch Gedichte entwickelt. Was ist das für ein Prozess? Also, dass der Roman dann irgendwie so etwas ausgelöst hat, also er hat fast etwas Rauschhaftes, dass dann noch mehr produziert werden kann. Das ist im Grunde eher umgekehrt. Also die lyrischen Momente stehen meistens am Anfang und das kann man an sehr vielen Roman verdeutlichen, am einfachsten vielleicht an der Blechtrommel. Also es gibt einen sogenannten Säulenheiligen-Zyklus, ein Gedicht von 1952, in dem Oskar Mazerat, bevor er so hieß, auf einer Säule stand und erfüllt von seinem Weltekel die Welt verflucht hat. Gespickt mit Metaphern, die noch sehr epigonal waren, aber dieser Säulenheilige, der wurde irgendwann abgesetzt gegen so eine Figur wie Oskar Mazerat, der sehr viel beweglicher war und von unten gucken konnte, weil dieser Säulenheilige halt zu statisch war. Aber da gab es eine lyrische Vorstufe für das ganze Projekt. Dann sollte im zweiten Schritt dieses ganze Projekt als Theaterstück inszeniert werden. Die Blechtrommel sollte Theaterstück werden, durchgehend dialogisch ursprünglich. Dann hat er gemerkt, da den ganzen Stoff kann ich so ja gar nicht bändigen. Aber trotzdem merkt man der Blechtrommel an, es gibt lyrische Einsprengsel, es gibt natürlich rhythmisierte Passagen, es gibt aber auch einen Einakter innerhalb der Blechtrommel, den gibt es auch in Hundejahre und da gibt es auch lyrische Einsprengsel. Und dann hat er eben neben diesem Säulenheiligen andere lyrische Formen entwickelt, die er selber Komplexvorform nennt für den Roman. Also ein Gedicht Polnische Fahne, frühe 50er Jahre, in den Vorzügen der Windhühner dann abgedruckt, beinhaltet schon alles, was so mit Rot und Weiß, mit Polen, mit Krankenschwestern und sonst so zu tun hat. Da blutet die Fahne schon musterlos, also da wird die ganze Geschichte der Gewalt schon in einem kleinen Gedicht komprimiert. Und dann gibt es als letztes Gedicht in die Vorzüge der Windhühner gibt es einen Text, der heißt Blechmusik. Da erscheint dann schon ein kleiner Gnom mit einem Helm aus gelesener Zeitung auf dem Kopf, Oskar Mazerat, der noch nicht so hieß. Und dann gibt es halt unendlich viele Vorstufen in der Lyrik, in dem Theaterspiel, bis dann der Roman daraus geboren wurde.
Und das lässt sich auch für andere Texte zeigen. Eine Vorstufe von Hundejahre ist ein Gedicht, das heißt Die Vogelscheuchen. Also er hat eher aus den lyrischen Momenten heraus sowas wie progressive Universalpoesie entwickelt. Ja, das war am Anfang in der Danziger Trilogie, ist das klar. Ich habe mir nur überlegt, ist es beim Butt wirklich genauso gewesen? Waren da so lyrische Formen am Anfang? Also am Butt stand am Anfang nicht eins der Gedichte, die im Butt stehen, sondern ein Gedichtzyklus, der heißt Maria zu Ehren. Da kommen schon diese ganzen Kochmetaphern drin vor und all das, was dann ausgearbeitet in den Mutt-Gedichten auch wird. Aber da haben dann die Gedichte wiederum so eine Funktion von Engführung, von Zusammenfassung, von der Variation bestimmter Motive. Also das muss nicht unbedingt zwangsläufig immer vorausgehen, aber auch da war es eben so, dass es komplex Vorformen gab in der Lyrik, bevor der Butt dann kreiert wurde und bevor dann auch ein ganz eigenständiger Lyrikzyklus, nämlich Ach Butt, dein Märchen geht böse aus, wurde ja sogar isoliert veröffentlicht als Butt-Zyklus sozusagen nach dem Roman. Also da würde ich auch sagen, da waren nicht alle Gedichte am Anfang, aber einzelne Gedichte wahrscheinlich schon. Und der Rest hat dann eben innerhalb dieses progressiven Universalkunstwerks seine Funktion, genau wie bei der Rettin und später dann auch bei Grimms Wörter. Da gibt es ja auch wunderbare Gedichteinschübe. Also das hat nie nachgelassen und auch diese theatralische Form ist immer wieder eingeflossen. Also er hat schon versucht. Bei Grimms Wörter ist es vielleicht am gelungensten. Also auch dieses Amalgam quasi aus. Also da wird dann, kannst du dann die prosaischen Momente kaum von den dichterischen noch trennen. Manchmal hat man so den Eindruck, wie gesagt, ich habe mich relativ spät erst mit den Gedichten beschäftigt, als ich die Prosa schon kannte. Und dann fällt das natürlich auf. Und dann merkt man im Nachhinein, oder wenn man, nachdem man quasi die Pilotfischgedichte gelesen hat, die Prosa begleiten, beziehungsweise ihr vorausgeschwommen sind, dann merkt man, dass es da auch sozusagen der Grundton angeschlagen wird. Ein bestimmter Rhythmus sich findet, der in der Prosa aufgegriffen ist. Also er hat das ja selber beschrieben, wie in unserer Ankündigung zu dieser Veranstaltung. Also das ist für ihn ein Experimentierfeld, eine Möglichkeit, Zwischenbilanz zu ziehen, neue Spielräume zu vermessen. Also da probiert er in der kleinen Form aus, was dann in der großen weiter ausgearbeitet wird. Es hat mich nur irritiert, dass dieser Butt-Gedichtband Jahre nach diesem Roman veröffentlicht worden ist und dass die Gedichte da nicht den Roman vorbereiten, sondern dass sie ein Beifang dieses Romans gewesen sind. Ja, das sind 3-4 neue Gedichte, der Rest sind ja die Gedichte aus dem Butt. Das ist so ergänzt sozusagen, da kam offenbar noch was, was dann eben auch noch in einem gesonderten Band veröffentlicht wurde, natürlich auch wieder illustriert. Das ist ja neben der Lyrik die einzige Konstante in seinem Werk, dass er auch von Anfang an als bildender Künstler all seine Bücher selbst ins Bild gesetzt hat. Ich sage nicht illustriert, weil das würde ihn ärgern, dass das Illustrationen sind, wäre für ihn kein Thema. Und da gibt es halt von spitzen Federzeichnungen über deftige Fettkohlezeichnungen bis zu Aquarellen, alles innerhalb dieser Lyrik auch. Jetzt hören wir wieder ein klassisches Gedicht von Günter Grass. Noch einmal ein Grass-O-Ton, Kinderlied. Kinderlied. Wer lacht hier, hat gelacht. Hier hat sich's ausgelacht. Wer hier lacht, macht Verdacht, dass er aus Gründen lacht. Wer weint hier, hat geweint, hier wird nicht mehr geweint. Wer hier weint, der auch meint, dass er aus Gründen weint. Wer spricht hier, spricht und schweigt. Wer schweigt, wird angezeigt. Wer hier spricht, hat verschwiegen, wo seine Gründe liegen. Wer spielt hier, spielt im Sand. Wer spielt, muss an die Wand, hat sich beim Spiel die Hand gründlich verspielt, verbrannt. Wer stirbt hier, ist gestorben. Wer stirbt, ist abgeworben. Wer hier stirbt, unverdorben, ist ohne Grund verstorben. Ja, das ist tatsächlich ein Kinderlied, wie die Abzählverse der Kinder. Nora Bosson, vorhin haben Sie gesagt, das wäre eigentlich das Gedicht gewesen, das Sie auch selber vorgestellt hätten. Was inspiriert Sie daran?
Tatsächlich dieses Eingängige, dieses extrem Simple, was aber genau wieder daran anschließt, was schon gesagt wurde, diese doch zerbrochene Idylle. Es ist ja keine heile Welt, die da beschrieben wird. Es ist nicht, weil das ja Kinderlieder häufig, haben ja nicht selten einen doppelten Boden. Hier ist er sehr deutlich. Aber was ich an dem Gedicht faszinierend finde, vielleicht ist es auch einfach das Grass-Gedicht, was ich am meisten als Grass-Gedicht kenne. Ich glaube, es ist das erste Grinnen und Schüler sehe, die genau in diese Fußstapfen treten. Das bedauere ich, weil es muss nicht die einzige Art sein, Lyrik zu schreiben, aber dass die Offenheit, sich erstmal einer Verständlichkeit zu stellen, so ein bisschen in Verruf geraten ist, halte ich für bedauerlich. Und wie man hört, es ist ja trotzdem ein Gedicht, was immer mehr Schattierungen hat. Es ist auch kein simples Gedicht, aber es ist erstmal eins, was sich zeigt. Ja, man könnte sagen, dass es schon auch was mit der Zeit zu tun hat, in der es entstanden ist. Es ist immer noch aus so der frühen Entwicklungsphase von Grass. Ich glaube, das ist in dem zweiten Gedichtband von ihm, Gleisdreieck. Da war die Blechtrommel schon erschienen und Gleisdreieck kam das Jahr darauf. Und geht man zu weit, wenn man da die deutsche Geschichte im Hintergrund immer drohen hört, Dieter Stolz? Nee, auf keinen Fall. Das wird dann besonders deutlich, wenn man, wie Werner Fritzen das zum Beispiel in seinem Kommentar zu den Gedichten nachgewiesen hat oder zumindest auch darauf hingewiesen hat, dass es das ganze Gedicht ist natürlich eine Replik auf die große Tradition. Rilkes Ernste Stunde, ich weiß nicht, wer das noch im Ohr hat, es klingt so. Wer jetzt lacht, irgendwo in der Nacht, ohne Grund lacht, in der Nacht, lacht mich aus. Wer jetzt geht, irgendwo in der Welt, ohne Grund geht in die Welt, geht zu mir. Wer jetzt stirbt irgendwo in der Welt, ohne Grund stirbt in der Welt, sieht mich an. Das ist die ernste Stunde. Und dass hier ein Spiel natürlich damit gemacht wird, dass diese Ernsthaftigkeit jetzt leider in dieses Kinderlied einziehen muss, dass diese Form des Kinderliedes, die ja eigentlich für Unbeschwertheit, Naivität, Träumerei steht, ins Gegenteil verkehrt wird. Nämlich vor dem Hintergrund der diskreditierten Sprache, die jetzt in dem Gedicht ja dann zu so einem diktatorischen Sprachstil wird. Ne? Hier wird befohlen, das ist jetzt vorbei hier. Du stehst an der Wand sozusagen, ne? Du wirst hier geopfert. Dann ist das natürlich eine Umkehrung des Kinderliedes. Vor dem Hintergrund der Rilke-Anspielung, die ja noch das Ich, was dann sich zentral sieht, im Hintergrund spürt. Und dann wird's interessant. Ja, wie Sie schon erwähnt haben, es ist ja wirklich, man kann es als Abzählreim tatsächlich gebrauchen, wenn man noch weiß, wie dieses Spiel geht. Ja, was ja immer die Konsequenz hat, der klassische Abzählreim und raus bist du. Und Spiele, die nicht mehr gespielt werden und in einer bestimmten poetischen Form sozusagen, die ist ja in dieses Spiel integriert, das kann natürlich auch nicht neu entstehen, weil das ist dann einfach mal weg. Ja, und damit auch dieser Sound, dieser spezielle, den der Abzählreim ja hat, ne? Ja, interessant ist, dass zwischen Rilke und Grass liegt also eine Phase deutscher Geschichte, die wirklich der Abgrund ist. Und das ist auch ein Abgrund, den Grass dann vielleicht in Rilke hineinliest, im Wissen darum, was geschichtlich passiert ist mittlerweile. Und das gibt es bei Grass ja öfter. Also er arbeitet sich ja stark an Heidegger auch ab. Selbst in den einfachsten Texten, die einfach scheinen, gibt es eine Reflexion über die Zeitgeschichte. Ich glaube, das war bei ihm von Anfang an und die Zeitgeschichte hat sich aber dann in den 60er Jahren sehr stark in den Vordergrund gedrängt. Dieter Stolz, wie ist der Umgang von Grass mit diesen geschichtlichen Erfahrungen? Das wird immer konkreter oder auch plakativer, habe ich den Eindruck. Ja, also schon in Gleisdreieck der zweiten Sammlung von 1960, da wird es halt ortverortbarer sozusagen. Also da gibt es schon Orte und Zeiten, die eindeutiger festzumachen sind. Und der geschichtliche Hintergrund spielt immer schon mit rein, aber nicht so explizit. In Ausgefragt, was dann 1967 erscheint, da ist es eindeutig eine Politisierung des Autors, die auch thematisch in diese Gedichte
Eingang findet. Und da gibt es dann eben auch diese gesamtdeutsche Märzpassage mit "Ich rate euch, SPD zu wählen". Also da hat schon etwas Neues Einzug gehalten, aber es läuft parallel zu dem, was vorher auch gemacht wurde. Also das Gedicht, was Katja auch gelesen hat, dieses Jahr, gehört ja auch in diese Phase. Und da feiert er ja auch das Paradoxon irgendwie. Das wird ja nicht irgendwie jetzt aufgelöst in SPD-Heil oder so, sondern das ist schon... Es bleibt ambivalent und er bleibt dazwischen. Er fühlt sich nur auf dem dritten Weg wohl, sozusagen. Also der Platz zwischen den Stühlen, der ist für ihn da reserviert. Also das bleibt. Aber es ist eindeutig zu erkennen, dass es da eine stärkere Politisierung gibt, eine eindeutige Konkretisierung auch von Menschen, die drin vorkommen in den Gedichten, von politischen Ereignissen, die jetzt sehr viel direkter angesprochen werden. Also diese Entwicklung gibt's. So ein Gedicht hören wir jetzt. Ich weiß, was Nora Bosson ausgewählt hat, worüber sie gern sprechen möchte. Die Sache mit der SPD und "Ich gehe den dritten Weg", das werden wir jetzt ein bisschen konkretisieren. Federn blasen. Das war im Mai, als Willi zurücktrat. Ich hatte mit Möwenfedern den sechsten tagsüber mich gezeichnet, ältlich schon und gebraucht, doch immer noch Federn blasend, wie ich als Junge zur Luftschiffzeit und auch zuvor, soweit ich mich denke, vorchristlich, steinzeitlich, Federn, drei, vier zugleich, den Flaum, wünsche das Glück, liegend, laufend, geblasen und in Schwebe, ein Menschenalter, gehalten habe. Willi auch. Sein bestaunt langer Atem, woher er ihn holte. Seit dem Lübecker Pausenhof. Meine Federn, einige waren seine, ermatten. Zufällig liegen sie, wie gewöhnlich. Draußen, ich weiß, bläht die Macht ihre Backen. Doch keine Feder, kein Traum wird ihr tanzen. Da sind wir in dem politischen Komplex, mit dem man mit Gracia immer verbindet. Aber ich habe den Eindruck, bei diesem Gedicht wird man ihm nicht gerecht, wenn man ihn einfach nur als einen Leitartikel der Sozialdemokratie darstellt, sondern da steckt doch mehr dahinter. Ja, ganz sicher. Es ist ja auch wirklich nicht in dem Sinne, also Gebrauchslyrik ist es, glaube ich, schon mal klar nicht, weil es... Also wählt SPD ist eine andere Aussage, sondern es hat wieder dieses Vanitas-Motiv eigentlich. Also es ist das Betrauern einer gerade zu Ende gehenden Zeit und Epoche. Und ich meine, Willy Brandt stand jetzt auch einfach nicht nur für die SPD, sondern einfach für eine Gestalt der Nachkriegszeit, die es so wie ihn, ich weiß es nicht, auch eigentlich nicht gab. Er war eine singuläre Erscheinung mit... einem Format, das für eine nationale Demut Ausdrücke gefunden hat. Und das ist etwas, was sehr weit darüber hinausgeht, dass er in der SPD ganz oben war. Natürlich war er das, natürlich stand er für diese Politik. Auf ihn folgte Helmut Schmidt. Es war ja nicht so, dass die SPD dann vorbei war. Tatsächlich... Dieser Mensch, ich erinnere das noch von meinem Großvater, der gleicher Jahrgang wie Grass ist, was für eine Identifikationsfigur Brandt war. Weil Brandt mit dem bekanntesten, was er sozusagen ikonografisch geleistet hat, dem Kniefall, Ausdruck gegeben hat für eine ganze Generation. Und ich glaube, das ist es, was auch in diesem Gedicht sehr stark mitschwingt. Dem nochmal kondoliert wird, aber auch eben Hochachtung erwiesen wird. Und die Leichtigkeit dieser Federn, die da sozusagen hineinschweben in einen scheinbar rein tagespolitischen Kontext, Guillaume-Affäre und so weiter, zeigen ja schon, dass es darüber hinausgeht. Und die Zeiten dehnen sich ja bis ins vorchristlich-steinzeitliche. Und das, was ein Leitartikel könnte, ist ganz sicher nicht das, was dieses Gedicht kann. Denn das Gedicht kann mit diesen Federn spielen. Und das ist das, was die Macht, die Backen bläst, da draußen genau nicht vermag.
Ja, die Federn sind auch eine persönliche Verbindung zwischen Günter Grass und Willy Brandt, die in diesem Gedicht aufscheint. Und es hat für mich schon auch was Bewegendes, wie Grass seine Beziehung zu Willy Brandt persönlich mit hineinnimmt. Also diese Verbindung Katja Lange-Müller von Politik, von einer politischen Figur und der Subjektivität des Lyrikers, des Einzelnen, wie da plötzlich die Gegensätze verschwimmen, dass Politik und eine menschlicher Bezug zusammengeht. Also wollen Sie was dazu sagen zu dieser individuellen, subjektiven, emotionalen Besetzung von Politik oder einer politischen Figur, die hier da ist? Ich finde, dass Nora Bosson eigentlich schon das Wesentliche gesagt hat. Und ich würde das jetzt so, wenn man diesen Hintergrund nicht weiß, dann ist das auch ein ganz anderes Gedicht. Und das ist eh bezeichnend. Dass Gedichte, auch wenn sie, egal wie zeitbezogen oder zeitlos sie sich gebärden oder sein wollen, sich mit den Zeitläufen natürlich verändern und ganz bestimmte Rückschlüsse oder Anbindungen an real Geschehendes in der Politik, in der Weltgeschichte, wie auch immer, lösen sich auf. Und das finde ich bei dem Gedicht nun gerade interessant, dass man es von diesem Kontext auch abkoppeln kann. Na, als Willy zurücktrat, ist natürlich eine ganz konkrete politische Konnotation. Also der Bundeskanzler tritt zurück, der für Günter Grass eine ganz große Rolle spielte. Aber diese persönliche Ebene, wie das für ihn ins Literarische dann hineinschillert, das ist als bei dem Gedicht ja Anlass, das. Anlass, ja. Ne? Aber es bleibt ja nicht dabei. Also das ist das Tolle an Gedichten ja überhaupt, dass die sich je nachdem auch in welcher Verfasstheit politischer, persönlicher, zeitgeschichtlicher der Leser ist, verändern. Ja, also nicht nur das Gedicht bewegt sich sozusagen in einer anderen Weltsituation, sondern die jeweilige Leserin, der jeweilige Leser sind ja auch in immer anderen Situationen. Also ich habe natürlich Gedichte auch von Günter Grass mit 20 anders gelesen als mit 60. Völlig normal, ja? Ja, klar. Dennoch ist es, glaube ich, ein Beispiel dafür, was Willy Brandt für Grass bedeutet hat. Mhm. Also Willy Brandt, Nachfolger war Helmut Schmidt. Da wäre so ein Gedicht nicht denkbar. Nee. Da wird etwas berät, was Grass auch politisch umgetrieben hat und was er aber mit seinen literarischen Mitteln hier unternimmt. Diese Beziehung zu Willy Brandt, das ist ja bei Grass etwas ganz Entscheidendes. Wie würden Sie das beschreiben vor dem Hintergrund des Gedichts Dieter Stolz? Also die Bedeutung von Brandt für Grass kann gar nicht überschätzt werden. Das lässt sich wunderbar an dem inzwischen auch edierten Briefwechsel zwischen den beiden feststellen, so ein 1000-Seiten-Werk im Steidel Verlag, sehr zu empfehlen. Also Brandt war für Grass das, was er selber leider nicht war, nämlich jemand, der rechtzeitig durchschaut hat, wie das im Nationalsozialismus läuft und dass man sich dagegen wehren muss, ins Ausland gehen muss und quasi von außen als Widerstandskämpfer sich dem Ganzen stellen. Hätte Grass liebend gerne im Nachhinein gemacht, war ihm aber nicht vergönnt, schon aufgrund seines Alters nicht. Und Brandt ist für ihn da die Vaterfigur schlechthin, die alles richtig gemacht hat. Und der war ja wirklich ergeben und hat dann versucht, aus dieser Ergebenheit auch eine Einflussmöglichkeit zu machen, hat sich da also wirklich sehr engagiert, auch Brandt sozusagen mit Informationen, mit rhetorischen Hilfen, aber auch mit Ratschlägen, die oft gar nicht erwünscht waren, einzumischen in das tagespolitische Geschäft. Der hat sich sogar mal ins Spiel gebracht, um vielleicht ein Amt zu übernehmen im Rahmen der Politik, was Brandt aber
überhört hat. Da ist also nicht drauf eingegangen. Jedenfalls ist diese Bedeutung nicht zu überschätzen. Aber dieses Gedicht, wie schon richtig, fand ich, auf den Punkt gebracht wurde, geht ja weit darüber hinaus. Denn hier geht es ja um schöpferisch tätige Menschen in der Politik und in der Literatur. Da geht es um Gegengeschichten, die gefeiert werden sollen, um den Zustand etwas in der Schwebe zu halten, im Gegensatz zu diesen zielstrebigen Politikern, die einfach nur etwas auf den Punkt bringen wollen. Also dieses Federnblasen, was bei Gracia ein durchgehendes Motiv ist, das bedeutet immer etwas in der Schwebe halten, was andere gerne auf den Punkt bringen würden, nämlich auf die Erde zurück. Und das ist sozusagen der künstlerische Anspruch gegen den Machtanspruch. Die Ohnmacht des Künstlers gegen die Macht der Politiker. Und trotzdem wird ja hier beschworen auch wieder etwas dazwischen, dass es doch vielleicht möglich ist, irgendwie dadurch, dass man das alles in der Schwebe hält, mehr zu bewegen als die Leute, die es festmachen wollen. Und darum geht es in diesem Gedicht und darum ist das auch unabhängig von dem ganz konkreten Guillaume-Rücktritt ein Gedicht, was trägt und was haltbar ist. Also ich denke mal, dass das auch was Plebejisches ist. Ich erinnere mich, dass wir uns unterhalten haben, als wir uns das erste Mal begegnet sind und in Moskau waren. Und er fragte mich nach verschiedenen Dingen in der DDR, die er ja kannte. Der war ja oft da, hatte Beziehungen zu dort lebenden Autoren. Und dann sagte er ja, ob ich ein Beispiel dafür wüsste, wo sich diese Ambivalenz ausdrückt, diese plebejische Ambivalenz, dieses Dazwischensein. Und mir fiel natürlich was ein, was nun bis in die Knochen ambivalent und plebejisch ist. Ich sagte ja also, immer wenn wieder Wahlen anstanden, so in den 60er Jahren, gab es diesen Spruch, stimmst du bei der Wahl mit Ja, bleiben alle Russen da. Stimmst du bei der Wahl mit Nein, kommen noch mehr Russen rein. Das fand er sehr komisch. Und das enthält ja auch genau diese Ambivalenz. Also, ja, was macht man jetzt? Also, das ist dieses Dazwischen sozusagen krass. Ne? Nicht krass, sondern krass. Wobei man mit diesem Wortspiel sehr viel anfangen könnte. Ja, natürlich, klar. Das ist aber so als das ist ja poetisch. Ja, sowas ist ja poetisch. Durchaus, ja. Also, ja, das gibt es immer wieder, solche Momente, die gar nicht als Poesie gemeint sind, aber die trotzdem eine Triebfeder, nehmen wir die Feder nochmal als Metapher auf, für diese nicht mehr und noch nicht Situationen sind, ne? Oder ja. Dieses zwischen den Stühlen sitzen, zwischen Tür und Borke stehen oder wie immer, was immer es da gibt. Ja, bei Günter Grass auch später nochmal, also ich finde gerade in Grimms Wörter spielt das eine große Rolle. Dieses sozusagen das Infragestellen von Recht haben wollen. Oder von Recht haben können. Das bezeichnenderweise quasi im Rahmen seiner politischen Biografie, ne? Denn die wird ja da erzählt. Eben. Die politische Biografie von Grass hat einen schwierigen Fixpunkt, nämlich die 68er-Bewegung. Der Gedichtband Ausgefragt ist schon öfter erwähnt worden, erschien 1967. Und da ist Grass in die Tagespolitik hinabgestiegen, auch mit Gedichten. Und wir hören jetzt ein Gedicht aus diesem Gedichtband, den nächsten O-Ton von Grass. Kleckerburg. Gestrichenes Korn. Gezielte Fragen verlangt die Kimme lebenslang. Als ich verließ den Zeugenstand, an Wände, vor Gericht gestellt, wo Grenzen Flüsse widerlegen, 6000 Meter über Mief, zu Hause. Der Friseur behauchte den Spiegel und sein Finger schrieb, geboren wann? Nun sag schon wo. Das liegt nordöstlich, westlich von und nährt noch immer Fotografen. Das hieß mal so, heut heißt es so. Dort wohnten bis, von dann an wohnten, ich buchstabiere, Vresch hieß früher. Das Haus blieb stehen, nur der Putz. Den Friedhof, den ich, gibt's nicht mehr. Wo damals Zäune, kann heut jeder. So gotisch
denkt sich Gott was aus, denn man hat wieder für viel Geld, ich zählte Giebel, keiner fehlte, das Mittelalter holt sich ein. Nur jenes Denkmal mit dem Schwanz ist westwärts und davongeritten. Und jedes Pausenzeichen fragt, denn als ich zwischen Muscheln kleckerte mit Sand, als ich bei Brenntau einen Grabstein fand, als ich Papier bewegte im Archiv und im Hotel die Frage in 5 Sprachen, geboren wann und wo, warum, nach Antwort schnappte, beichtete mein Stift, das war zur Zeit der Rentenmark, hier nahe der Mottlau, die ein Nebenfluss, wo Forster brüllte und Hirsch Feingold schwieg. Hier, wo ich meine ersten Schuhe zerlief und als ich sprechen konnte, das Stottern lernte. Sand, klatschnass zum Kleckern, bis mein Kindergral sich gotisch türmte und zerfiel. Das war knapp 20 Jahre nach Verdun und 30 Jahre Frist, bis mich die Söhne zum Vater machten. Stallgeruch hat diese Sprache, Sammeltrieb, als ich Geschichten, Schmetterlinge spießte und Worte fischte, die gleich Katzen auf Treibholz zitterten, an Land gesetzt, 12 Junge warfen, grau und blind. Geboren wann und wo, warum? Das habe ich hin und her geschleppt, im Rhein versenkt, bei Hildesheim begraben, doch Taucher fanden und mit Förderkörben kam Strandgut, Rollgut hoch ans Licht. Bucheckern, Bernstein, Brausepulver, dies Taschenmesser und dies Abziehbild, ein Stück vom Stück, Tonnagezahlen, Minutenzeiger, Knöpfe, Münzen, für jeden Platz ein Tütchen Wind. Hochstapeln lehrt mein Fundbüro. Gerüche, abgetretene Schwellen, verjährte Schulden, Batterien, die nur in Taschenlampen glücklich und Namen, die nur Namen sind. Elfriede Broschke, Simoneit, Guschmerusch, Lusch und Heinz Stanowski, auch Chorwiecki, Schopenhauer sind dort geboren. Wann? Warum? Ja, in Geschichte war ich immer gut. Fragt mich nach Pest und Teuerung. Ich bete läufig Friedensschlüsse, die Ordensmeister Schwedennot und kenne alle Jagellonen und alle Kirchen von Johann bis Trinitatis Backsteinrot. Wer fragt noch wo? Mein Zungenschlag ist baltisch, tückisch, stubenwarm. Wie macht die Ostsee? Blub. Auf Deutsch, auf Polnisch, blub, pfpsch. Doch als ich auf dem Volksfest müden von Sonderbussen, Bundesbahn, gespeisten Flüchtlingstreffen in Hannover die Funktionäre fragte, hatten sie vergessen, wie die Ostsee macht und ließen den Atlantik röhren. Ich blieb beharrlich, blub, pfpsch. Da schrien alle, schlagt ihn tot. Er hat auf Menschenrecht und Renten, auf Lastenausgleich Vaterstadt verzichtet. Hört den Zungenschlag, das ist die Ostsee nicht, das ist Verrat. Befragt ihn peinlich, holt den Stock drum her, streckt, redet, blendet, brecht und glüht, passt dem Gedächtnis Schrauben an. Wir wollen wissen, wo und wann. Nicht auf Strohdeich und Bürgerwiesen, nicht in der Pfefferstadt, ach, wär ich doch geboren zwischen Speichern auf dem Holm, in Striesbach-Nähe, nahe dem Heeresanger, ist es passiert. Heute heißt die Straße auf Polnisch Lelewela. Nur die Nummer, links von der Haustür, blieb und blieb. Und Sand, klatschnass, zum Kleckern, Gral, in Kleckerburg gebürtig, westlich von, das liegt nordwestlich, südlich von, dort wechselt Licht viel schneller als, die Möwen sind nicht Möwen, sondern und auch die Milch. Ein Nebenarm der Weichsel floss mit dem Honig brückenreich vorbei. Getauft,
geimpft, gefirmt, geschult, gespielt hab ich mit Bombensplittern und aufgewachsen bin ich zwischen dem Heiligen Geist und Hitlers Bild. Im Ohr verblieben Schiffssirenen, gekappte Sätze, Schreie gegen Wind, paar heile Glocken, Mündungsfeuer und etwas Ostsee. Blub, pfpsch. Das steht in dem Gedichtband Ausgefragt, aus dem Dieter Stolz ja schon zitiert hat, wo auch Wahlparolen für die SPD ganz konkret ausgesprochen werden. Dieses Gedicht hebt sich im Ton davon natürlich ab. Und da taucht ein bestimmtes Geschichtsbild auf, auch die autobiografische Reflexion von Grass, wo er herkommt, seine Beziehung zu seiner Herkunft, diese Geschichtslandschaft, die so nicht mehr existierte, als er das Gedicht schrieb, Dieter Stolz. Welche Rolle spielte dieses östliche Herkommen für ihn? Sehr wichtig, hat ihn geprägt und er gehörte, und das ist das Bemerkenswerte, zu den wenigen, die den Verlust dieser Heimat akzeptiert haben, die also quasi aus dem Verlust heraus sogar das kreative Potenzial geschöpft haben. Deswegen setzt er sich auch hier mit dieser Vergangenheit auseinander. Er reist ja quasi in die Vergangenheit zurück in diesem Gedicht. Er stellt sich auch selbst vor Gericht gewisserweise, indem er da zurückgeht. Das hat ja Gerichtsmetaphern. Er arbeitet mit Ellipsen in diesem Gedicht. Da fehlt immer was, was ergänzt werden muss. Das sind Bruchstücke, an die er sich erinnert. Es arbeitet viel mit dem christlich-katholischen Hintergrund, der sowieso, sein christliches Erbe ist ja sehr prägnant, der sowieso immer eine große Rolle spielt, aber auch so ähnlich wie mit dem Rilke-Gedicht. Da werden halt neue Nuancen aus der Auseinandersetzung mit diesen christlichen Begriffsfeldern im Rahmen dieses Gedichts gezogen. Ja, und das Ganze ist eine Auseinandersetzung mit dem, was in der Vergangenheit auch passiert ist, auch mit der Frage nach Schuld, mit der Frage nach den Vertriebenen, mit der Frage der Eigenverantwortung innerhalb dieses Komplexes. Und so war das schon im Rahmen der Danziger Trilogie. Und hier macht das zum ersten Mal autobiografisch, kann man sagen. Also das ist im Grunde das Gedicht, was diese Trilogie der Erinnerung, also diese drei Werke beim Häuten der Zwiebel, die Box und Grimms Wörter, dann später auszeichnet, wird hier quasi vorbereitet in diesem Gedicht. Und was ich über Brandt gesagt habe, würde ich auch über Danzig oder Gedanzt sagen. Also kaum zu überschätzen in der Bedeutung. Viele der hochgelobten Werke sind immer dort angesiedelt, nicht ohne Grund. Eine sehr poetische Rolle, Nora Bosson, spielt die Ostsee. Die Ostsee wird markiert mit Blub, Piff, Psch. Und das zieht sich durch die Zeiten hindurch. Und das ist auch, glaube ich, vielschichtiger, als man zuerst denkt. Dieses Lautmalerische, da wird auch etwas ausgedrückt, wie er mit seinem Herkommen umgeht. Das ist, glaube ich, poetisch sehr stark reflektiert. In diesem Gedicht geht es über so thesenhafte Dinge weit hinaus. Und diese lautmalerischen Dinge spielen da eine große Rolle. Ja, es ist etwas, was absolut hängen bleibt bei dieser Stelle. Erinnerte ich mich auch wieder, dass ich immer, wenn ich an der See bin, ehrlich gesagt auch an der Nordsee, ich bin da nicht so genau, immer an genau diese Zeile denken muss. Also es ist etwas, was sich für mich schon so über Nord- und Ostsee rübergelegt hat, in dieser Sprache, dass es fast so wie ein Synonym für das Wort See geworden ist. Und genau am Schluss, finde ich, wird es ja noch mal so zugespitzt in dem Gedicht. Schreie gegen Wind, paar heile Glocken, Mündungsfeuer und etwas Ostsee, blub, pf, psch. Also dieses Drübermalen, das, was diese Wellen haben, was immer im Sand steht, wird ausgerieben, wird ausgespült. Aber es bleibt eben doch noch das, was er kurz davor sagt, dieses zwischen Heiligen Geist und Hitlers Bild aufgewachsen. Und blub, pff, psch, es wirkt jetzt, wenn ich es wiederhole, so simpel. Aber es hat natürlich
sowohl etwas ein bisschen Aggressiveres, aber die, wie auch etwas Sanftes, etwas Beruhigendes, Wegtreibendes. Was ich in diesem Text aber vor allem besonders faszinierend finde oder interessant finde, sind eigentlich so die konkreten Sachen. Dieses Flüchtlingstreffen in Hannover, das sind Dinge, die ich natürlich so logischerweise nicht mehr kenne. Es sind aber Sachen, die mir noch mal sozusagen vor Augen kamen, als ich so ein bisschen, wie gesagt, meine Großeltern sind genau seine Generation, sein Jahrgang, da alte Fotos durchblätterte und genau diese Zeit vor meinen Augen auferstand und da war, wie ich es mir gar nicht ausgemalt habe. Es gab ja kürzlich in Berlin eine Unteilbar-Demo. Eine Unteilbar-Demo gab es aber auch schon 60 Jahre vorher. Nur waren die natürlich für ein unteilbares Deutschland. Also diese ganze Macht von vertriebenen Verbänden und von Flüchtlings-, also von deutschen Flüchtlingsinitiativen, war für mich völlig vergessen, auch solche Leute wie Oberländer, der immer mal Minister war und all das zusammenband. Und diese Konkretheit finde ich in diesem Gedicht eigentlich faszinierend, also bis hin zu Rentenmark, was einem einen ganz bestimmten Punkt bezeichnet. Einfach so daherkommt, wie fast so ein ökonomischer Begriff, aber eben über eine Epoche spricht und über einen ganz bestimmten Zeitpunkt. Und das, finde ich, zeichnet dieses Gedicht aus als Epochengemälde, als etwas, was sowohl eine Verortung wie aber eben auch eine gesamte also Zeitläufe einzufangen weiß. Das ist ja ein langes Gedicht, ein erzählendes Gedicht. Also es ist mal ganz andere Form, mal auch beinahe schon mit einem Anhauch von Balladeskem. Ja, das ist vielleicht nicht ganz unwichtig. Und immer wenn ich dieses Wort höre, dass man sich mit etwas auseinandersetzt, kann ich gut mal an Grass denken, der sich dann manchmal auch mit etwas zusammensetzt, ja, und nicht nur auseinander. Dieses Auseinandersetzen ist so für mich so, das befremdet mich immer, wenn ich das höre. Weil ich denke dabei immer irgendwie an die Lehrerin einer Schule, die dann sagt, ja, die streiten sich zu oft, die müssen wir jetzt mal auseinandersetzen oder so. In diesem Gedicht, das sehr vieles genauer anschaut und dann auch so Versatzstücke in den Text bringt, die absolut konkret sind. Ja, Wörter, die wo du das Gedicht auch zeitlich festmachen kannst, wann es entstanden ist und aber natürlich immer noch nicht warum, ne? Nur wann und in etwa und dann kannst du irgendwie, diese Begriffe kannst du googeln und landest genau in dieser Zeit und dann gibt es natürlich die anderen Treibholz, Strandgut, wo ich mich dann, wenn man alles Mögliche über Gras weiß, über in Gänsefüßen, dann fragt man sich natürlich auch, wieso bestimmte Metaphern für ihn immer wieder so wichtig waren. Also was ist Strandgut? Was ist Treibholz? Ja, also was kommt da wieder hervor aus der See, aus der Tiefe? Was ist verbuddelt, verschüttet? Will man sozusagen archäologisch damit beschäftigt sein oder will man es lieber nicht? Also diese Art von Ambivalenz, die scheint mir gerade in diesem Gedicht sehr stark. Also so eine Angstlust an den Hervorbringungen, aus welchen Tiefen auch immer. Da werden ja wieder zwei Welten aufgemacht. Also die zeitlosen, ewig bestehenden Dinge, genau wie das Geräusch der Ostsee, die natürlich nicht so röhrt wie die Nordsee, aber dieses Plätschern ist da eher ostseemäßig, aber trotzdem kann man es vergleichen. Und das andere ist eben die Gegenwelt dieses genau lokalisierbaren, zeitlich einortbaren, ne? Also diese Ewigkeitswerte sozusagen. Und die faszinieren Grass natürlich, weil die findet er als Strandläufer. Mhm. Er ist ja so ein begeisterter Sammler immer gewesen. Und wenn er eine Muschel findet oder
irgendein Holzstück oder so, dann wird das natürlich gleich mitgenommen und verwertet, aber eben als etwas, was eine andere Geschichte erzählt als die Biografie von einem Politiker oder so. Ne? Das, die beiden Welten prallen hier aufeinander. Und welche ihm dann näher ist als Sammler, das ist, glaube ich, auch klar. Denn Sammeln ist für ihn ja immer tätiger Ausdruck der Melancholie. Und die Melancholie siedelt man weniger auf der Ebene der Politiker an, es sei denn, man heißt Willy Brandt. Denn das war ja das, was ihn an Brandt so fasziniert hat. Der Melancholiker, der Probleme hatte, durchaus auch im Privaten. Aber das ist ja wichtig, ne, dass da ein Mensch ihm begegnete und nicht irgendwie eine aufgeblasene Politikerfigur. Also in diesen Gegensätzen, da suhlt er sich. Und was ihm dann näher ist, ist keine Frage. Das ist ein langes Gedicht über Geschichte mit einem langen Atem, also wie ein Wellenschlag, wo sehr vieles gleichzeitig mittransportiert wird. Und das steht in einem Gedichtband, das wäre meine letzte Frage zu diesem Punkt, in dem auch kurze, prägnante politische Statements eindeutige Gebrauchstexte für die SPD sind. Wie hängt das zusammen, Dieter Stolz? Ein Text wie dieser und dann so ganz plakative, betont unlyrische Texte, die zum Handeln im Grunde auffordern. Ja, wie gesagt, es steht nebeneinander und zwar bewusste Entscheidung des Autors. Er hat ja mal am Ende der Prinzenrede von 1966 ein schönes Zitat geprägt. Das lautet so: Seien wir uns dessen bewusst, das Gedicht kennt keine Kompromisse, wir aber leben von Kompromissen. Wer diese Spannung tätig aushält, ist ein Narr und ändert die Welt. Also in diesem Spannungsfeld, Sie auswendig können. Ja, in diesem Spannungsfeld muss man sich das vorstellen. Da steht also Gelegenheitslyrik neben Gebrauchslyrik und beides erfüllt einen völlig anderen Zweck. Ist aber beides möglich, weil er ist da zum Glück inkonsequent, sagen wir mal so. Jetzt bin ich gespannt, was Sie persönlich ausgewählt haben. Jetzt sind Sie nämlich dran. Ach, wir hatten ja noch so einige. als germanistisch geschädigter liegen mir die Gedichte immer besonders nahe, die entweder so poetologische Grundsatzprogramme verkünden, das heißt also Gedichte über das Dichten, oder eben philosophisch weltanschaulich fundierte Gedichte, quasi auch mit programmatischem Charakter. Da hätten wir jetzt die Auswahl zum Beispiel zwischen Askese und Im Ei. Damit gingen wir allerdings zurück auf diese Gleisdreieck-Sammlung von 1960, die ich aber wirklich als sein im Grunde bis heute fundamentales lyrisches Oeuvre verstehe, diesen Band. Denn da werden die Grundsatzentscheidungen getroffen, die bis zu seinem Lebensende getragen haben. Und diese beiden Gedichte, die stehen dafür. Welches soll ich nehmen? Das ist Ihrer freien, subjektiven Auswahl überlassen. Dann nehme ich Im Ei. Im Ei. Wir leben im Ei. Die Innenseite der Schale haben wir mit unanständigen Zeichnungen und den Vornamen unserer Feinde bekritzelt. Wir werden gebrütet. Wer uns auch brütet, unseren Bleistift, brütet er mit. Ausgeschlüpft eines Tages werden wir uns sofort ein Bildnis des Brütenden machen. Wir nehmen an, dass wir gebrütet werden. Wir stellen uns ein gutmütiges Geflügel vor und schreiben Schulaufsätze über Farbe und Rasse der uns brütenden Henne. Wann schlüpfen wir aus? Unsere Propheten im Ei streiten sich für mittelmäßige Bezahlung über die Dauer der Brutzeit. Sie nehmen einen Tag X an. Aus Langeweile und echtem Bedürfnis haben wir Brutkästen erfunden. Wir sorgen uns sehr um unseren Nachwuchs im Ei. Gerne würden wir jener, die über uns wacht, unser Patent empfehlen. Wir aber haben ein Dach überm Kopf. Senile Küken, Embryos mit Sprachkenntnissen, reden den ganzen Tag und besprechen noch ihre Träume. Und wenn wir nun nicht gebrütet werden? Wenn diese Schale niemals ein Loch bekommt? Wenn unser Horizont nur der Horizont unserer Kritzeleien ist und auch bleiben wird? Wir hoffen, dass wir gebrütet werden. Wenn wir auch nur noch vom Brüten reden, bleibt doch zu befürchten, dass jemand außerhalb unserer Schale Hunger verspürt, uns in die Pfanne haut und mit Salz bestreut. Was machen wir dann, ihr Brüder im Ei? Ist das nicht wunderbar? Also, das ist ein typisches Beispiel, finde ich, für den raschen Umgang mit abstrakten Weltproblemen. Hier wird dann halt auf eine sehr humorvolle, ironische Art sozusagen das, was man so kennt als das Verhältnis zwischen Welt,
Gott und Mensch auf den Hühnerhof verlegt. Da geht es dann halt um das Ei, um das Küken und die Henne. Und das Ganze beginnt als kosmische Allegorie quasi, kann man sagen. Also da wird hoch gepokert. Am Anfang scheint alles in Ordnung zu sein. Und von Strophe zu Strophe wird das immer weiter in Frage gestellt, diskreditiert. Da wird plötzlich, was gewiss zu sein schien, immer weiter ad absurdum geführt. Am Ende weiß keiner mehr und schon gar nicht dieses lyrische Ich, was überhaupt in dieser Weltgeschichte passiert. Niemand durchschaut das alles genau. Das wird alles in Frage gestellt. Das ist also erkenntnistheoretisch eine Bankrotterklärung des Menschen, der an diese Ei-Perspektive gebunden ist. Und naja, geschichtsphilosophisch natürlich auch schwierig, weil da geht es um eine absurde Geschichte in diesem Weltenei. Es gibt keine Perspektive von außen. Man ist an den Horizont der Kritzeleien gebunden. Wir, er, das lyrische Ich, schließt sich ja ein. Übrigens, das ist wichtig für dieses Gedicht, im Gegensatz zu dem Ringelnatz-Gedicht. Da gibt es ein Ringelnatz-Gedicht, das heißt »O Welt in einem Ei«. Da ist aber ein Betrachter, der das alles noch von außen reflektiert. Und der hat eben noch sozusagen als auktorialer Erzähler die Macht über das, was er da beschreibt. Dieses Ich ist gebunden an diese Perspektive im Ei. Und das beschreibt sozusagen die Menschensituation im absurden Weltbild. Und das könnte man jetzt auf philosophische Hintergründe beziehen. Da ist Camus immer ganz wichtig für Grass, Nietzsche als Vorgänger und Schopenhauer im Hintergrund. Das ist so seine Philosophenlinie, auf die er sich immer wieder beruft. Und in die Richtung wäre dann auch das andere Gedicht gegangen, was ich vorgelesen hätte, diese Askese, auch ein Camus-Zitat. Also der schöpferisch tätige Mensch, der als Askese versucht, trotzdem dem Widerstand, dem absurden Widerstand zu bieten, so wie Sisyphus das gemacht hat. Denn Sisyphus, den wir uns ja nach Camus als glücklichen Menschen vorstellen müssen, das ist das große Heiligenbild Grassens sozusagen. Ein sehr irdisches Bild, das glaubt nicht ans Jenseits, sondern versucht hier auf Erden schon sozusagen dem Absurden ins Auge zu sehen, ohne sich da besondere Perspektiven auszudenken, die an Heilsgeschichte oder Eschatologie oder Messianismus oder so anknüpfen. Denn Erlösung zu Lebzeiten gibt es bei Grass nicht. Und es gibt auch kein himmlisches Jerusalem, kein Leben nach dem Tod, sondern man muss schon hier auf Erden sehen, dass man klarkommt. Und das wird in diesem Im-Ei-Gedicht sehr schön komprimiert, finde ich, ja, zum Besten gegeben. Aber vielleicht habt ihr da ganz andere Assoziationen zu dem Gedicht. Na, schön ist, wie er manchmal mit Metaphern spielt, die er gar nicht selber verwendet und die sich trotzdem während der Lektüre anbieten. Also dieses, wenn es gar nicht dazu kommt, dass man ausgebrütet wird, sondern man wird in die Pfanne gehauen. Aber in die Pfanne gehauen steht nicht da. Und trotzdem denkst du diesen Satz sofort mit. Ja, das ist auch ganz schön. Das ist komisch. Ja, das ist das ist etwas, was er nicht nur befürchtet, sondern auch erlebt hat, dass in die Pfanne gehauen werden. Mir gefällt dieses Gedicht natürlich, weil es doch sehr viele, erstaunlich viele Gedichte gibt, die sich sozusagen mit dem Werden, mit dem physischen Werden beschäftigen. Also nicht nur dieses Schwangerschaftsgedicht, was ich gelesen habe, sondern auch andere. Das Werden mal als kleinere, mal als größere Submetapher, in der sich diverse Binnenmetaphern tummeln. Und klar, also der ganze grassische Kosmos, vom Vogel über das Ei bis zur Feder, ist da drin. Ja, Nora Bosson, Dieter Scholz hat eine große philosophische Auslegung dieses Gedichts unternommen und einen ganz großen Raum aufgemacht. Katja Lange-Müller hat ein bisschen auch auf das komische, skurrile dabei verwiesen. Also da gehen mehrere Dinge zusammen. Also zu welcher Seite neigen Sie bei dem Gedicht? Also ich glaube, das Komische kann man ja gar nicht überlesen. Es ist ja ein urkomisches Gedicht, aber das ist ja auch die Stärke, dass er diese ganzen großen Fragen und die sozusagen erkenntnistheoretischen Grundlagenforschung, die hier einmal kurz auf ein paar Zeilen durchgenommen wird, in einer sehr komischen Art vollzieht, aber es trotzdem ernst nimmt. Also er nimmt es nicht so ernst, dass er davor erstarrt. Aber es ist nicht so, dass er sich lustig macht über diese Fragen, sondern
Er findet einfach nur eine absurde, vielleicht ist das Wort absurd auch noch passender als komisch, eine absurde Antwort darauf oder ein absurdes Bild vielmehr als eine Antwort. Und darin, glaube ich, passt er schon dann wieder sehr gut in diese Zeit. Also wenn ich jetzt wieder so an UNESCO denke oder sowas, oder so, solche Texte, die mir dazu einfallen würden, bei denen ich mir auch ein Ei auf einer Bühne vorstellen könnte. Und das wird dann am Ende in die Pfanne gehauen. Es gibt so von Félicien Marceau ein Stück, das heißt Ei, das Ei. Und das hat er in Paris gesehen, glaube ich. Ja, es gibt ein Gedicht von Grasse, in dem er im Grunde alles zusammenfasst. Das hören wir jetzt zum Schluss. Und das wurde quasi schon als sein Vermächtnis empfunden zu Lebzeiten. Und im Grunde, seit er tot ist, wird dieses Gedicht immer mit ihm verknüpft. Darüber wollen wir zum Schluss noch kurz reden, aber wir hören es zuerst im O-Ton an. Wegzehrung. Mit einem Sack Nüsse will ich begraben sein und mit neuesten Zähnen. Wenn es dann kracht, wo ich liege, kann vermutet werden, er ist das, immer noch er. Das ist eine Selbstcharakterisierung, ein Wunsch, wie er sich selber sieht, auch für die Nachwelt präsentiert. Ist das ein treffendes Bild, Dieter Stolz? Ich werde immer ein bisschen rührselig, wenn ich das höre, als er noch lebte. Und er hat ja noch ganz schön lange gelebt. Nachdem er das geschrieben hat, habe ich es nicht gelesen. Jetzt kann ich es inzwischen mal lesen. Also es zeugt für mich einerseits vom Selbstbewusstsein eines Autodidakten, der weiß, dass er sein Leben lang wirklich harte, dicke Nüsse geknackt hat. Und augenzwinkernd verweist er auf die Nachwelt, die es ihm doch besser mal nachmachen sollte. Aber er hat, glaube ich, nicht so das Vertrauen, dass da andere ähnlich dicke Nüsse knacken, nicht so regelmäßig wie er zumindest. Also es kokettiert mit seiner Rolle auf eine selbstironische Art und Weise, die ich immer sehr gelungen fand. Ist auch so ein bisschen so Trotz dabei, immer noch eher. Kann man diese Grundhaltung irgendwie beschreiben? Ich zeig's euch noch, wenn ich tot bin. Ist da Trotz, Stolz, da schwingt alles zusammen mit. Ich würde es ja eher so als unverbesserlich lesen, immer noch. Also er hat sich auch im Tod hat er sich nicht geändert. Ist noch so, wie wir ihn gekannt haben. Aber was ja auch in diesem Gedicht klar wird, ist, dass das, was von einem Menschen bleibt, sind die Eigenschaften und die dritten Szene so ein bisschen. Also dass dieses Nüsseknacken jetzt, ob man es im übertragenen Sinne oder wirklich als Angewohnheit eines konkreten Walnüsse-Sammelns und Walnüsse-Knackens versteht. Aber es sind beides Gewohnheiten und die Formen, wie wir uns schaffen. Wir sind das, was wir immer wieder tun. Also die Gewohnheiten sind das, was uns ausmacht. Und das Gedicht, was wir darüber schreiben. Völlig andere Assoziation dazu. Für mich ist es quasi die Übergabe des Werkes an den Leser. Da hat er wie ein Eichhörnchen diverse Nüsse versteckt, ja. Und die sind alle noch zu knacken, ja. Und wenn ich die Nüsse nicht finde und ich knacke, na, dann macht es eben 2 Meter unter der Erde der Autor selber. Ja, das gibt immer Sachen, die, also für mich ist es eher sowas. Es ist, da sind Nüsse, also er hat selber Zähne, die hat er aber mit ins Grab genommen, die Nüsse möglicherweise auch, aber nicht alle. Da sind noch welche, wenn ich die finde, egal mit welchem Instrument, kann ich ja versuchen, sie zu knacken. Also Ich würde für mich bleibt er ja einfach durch das, was da ist. Und das ist auch voller Nüsse. Ja, und das sind eben seine Gedichte. Ne? Das ist ja wichtig. Er macht oder ja etwas seine draus, Texte ne? überhaupt, ja. Und das geht ein bisschen in die Richtung auch des in unserer Ankündigung zitierten Gedichts von dem Tintenfass, was er umwirft. Und dann sagt er, die anderen sollen es mir doch nachmachen, schreiben färbt ab. Also dieses den Staffelstab auch weitergeben, das spielt auch mit rein.
Ja, Gedichte lesen ist Nüsse knacken. Es wird einem auch eine harte Nuss manchmal zum Knacken gegeben. Also in wenigen Zeilen steckt sehr vieles drin. Manche Nuss ist auch taub, ne? Ja, auch das ist mehr als nur wahr. Man kann das nachlesen jetzt auf Lyriklein. 10 Gedichte von Günter Grass sind jetzt online verfügbar auf dem großen Lyrikportal. Ich bedanke mich bei den Podiumsteilnehmern für diese Diskussion über Günter Grass, seine kurzen und seine langen Gedichte, Katja Lange-Müller, Nora Basson, Dieter Stolz. Vielen Dank.